Mitte des 13. Jahrhunderts wird der Name Artstetten erstmals urkundlich erwähnt. Man geht aber davon aus, dass schon früher Mitglieder der Familie der Artstetter hier gelebt haben. Sehr bald entstand aus der mittelalterlichen Weste ein Schloss, das sehr kurz hintereinander verschiedene Besitzer hatte. 1883 erwarb es Kaiser Franz I., 1835 ging Artstetten in den Besitz von Erzherzog Franz Karl, dem Vater von Kaiser Franz Joseph, der es 1861 seinem dritten Sohn Karl Ludwig überschrieb. Dieser gestaltete das Haus innen wie außen großzügig um. Er ließ unter anderem ein Badezimmer installieren, welches im Rahmen der Ausstellung zu sehen ist. Dies tat er deshalb, da er den Spätfrühling und Sommer in Artstetten verbrachte und auch Bürgermeister des Ortes war. Von 1866 bis 1867 gehörte Artstetten dem weniger glücklichen Kaiser Maximilian von Mexiko. Artstetten übergab Erzherzog Karl Ludwig Artstetten seinem ältesten Sohn Franz Ferdinand von Österreich Este. Wie die meisten Schlösser, die im Besitz des späteren Thronfolgers waren, wurde auch Artstetten nach seinen Vorstellungen umgebaut. Nach dem Attentat am 28. Juni 1914 erbte der älteste, damals 12-jährige Sohn des Thronfolgers, Maximilian Artstetten. Nach dem Anschluss von 1938 wurden Maximilian und sein Bruder Ernst, beide erklärte und bekannte Gegner des NS-Regimes, unter den ersten Österreichern ins Konzentrationslager Dachau gebracht und Artstetten wurde enteignet. Erst 1949 erfolgte die Rückgabe durch die Republik Österreich. Herzog Max vererbte Artstetten seinem ältesten Sohn Franz Hohenberg. . 1983 überschrieb nach dem Tod von Herzog Franz die Witwe Herzogin Elisabeth von Hohenberg, Prinzessin von Luxemburg, den Besitz ihrer ältesten Tochter Anita, Fürstin von Hohenberg.
um die Persönlichkeit des 1914 in Sarajevo ermordeten Thronfolgers auch dem breiten Publikum von heute zu zeigen, wurde 1982 im Schloss das Erzherzog Franz Ferdinand Museum eröffnet. Schloss Artstetten liegt hoch über der Donau am Tor zur Wachau in Österreich. Von einem verträumten Park umsäumt, bietet es eine märchenhafte Kulisse für die Erlebbarkeit schicksalhafter Jahre Österreichs und Europas. Der Besucher erfährt den schmalen Grat zwischen Glück und Leid, Leben und Tod und tritt ein in die facettenreiche Welt des politischen Denkers, Reformers, Sammlers, aber vor allem auch Familienvaters Erzherzog Franz Ferdinand. Das Schloss diente als Familiensitz und Sommerresidenz der kaiserlichen Familie und wurde zur letzten Ruhestätte für Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Herzogin von Hohenberg, die beide 1914 in Sarajevo einem fanatisierten Jugendlichen zum Opfer fielen. Der architektonisch reizvolle Bau, der urkundlich erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt wird, wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltet, bis er seine heutige endgültige Form fand. Ein quadratischer Mittelbau, flankiert von 7 charakteristischen Türmen. Schloss Artstetten wird dem Gast und Besucher Vielfaches geboten. Neben Geschichte, Kunst und Kultur findet er auch Erholung und Unterhaltung.
ob im Schlosscafé bei einer kleinen Erfrischung Eindrücke wirken lassen oder auf der herrlichen Terrasse an der Südfassade den Blick in den weitläufigen Park mit seinen imposanten uralten Bäumen genießen. Durch die morganatische Ehe Franz Ferdinands mit Sophie war es seiner Gemahlin und seinen Nachkommen verwehrt, in der Wiener Kapuzinergruft, der traditionellen Grabstätte der Habsburger, beigesetzt zu werden. Da Franz Ferdinand an der Seite seiner Gemahlin bestattet werden wollte, entschied er, für sich und seine Familie eine Gruft unter der Schlosskirche bauen zu lassen, die 1910 fertiggestellt wurde. Niemand konnte ahnen, dass Franz Ferdinand und Sophie bereits 4 Jahre später hier ihre letzte Ruhestätte finden würden. Ursprünglich war die Kirche eine baulich vom Schloss getrennte Kapelle. Ab 1691 wird der gotische Baukern umgestaltet, das Schiff an der Westseite mit dem Schloss verbunden sowie die gesamte Kirche barockisiert. Drei Großbrände 1730, 1760 und 1791 richten an der Kirche, Schloss und vielen Häusern der Ortschaft erheblichen Schaden an. Die vorerst letzte umfassende Restaurierung erfolgte 1987. Die heutige Einrichtung geht großteils auf Sammelobjekte Erzherzog Franz Ferdinands zurück.